uns war es das erste Mal zu Hause raus und mit einer Klasse von 48 auf die Wegscheide zu gehen und Freiheit pur zu genießen. Frische Luft tanken, die Seele baumeln lassen, das machte man damals in der Sommerfrische. Bis 1891 wurde selbst am Sonntag gearbeitet. Erst dann wurde die Sonntagsruhe gesetzlich angeordnet. Nach dem Ersten Weltkrieg war die Situation besonders bedrückend. Sogar die Kinder kränkelten durch Mangel und Auszehrung. In Frankfurt spendeten reiche Unternehmer große Summen, um den Kindern eine Erholungskur zu ermöglichen. 1920 verließ der erste Sonderzug den Frankfurter Bahnhof auf dem Weg zum Kinderdorf Wegscheide. Also es war eine Initiative von Frankfurter Bürgern, sich darum zu kümmern, dass die Kinder nach dem Ersten Weltkrieg, die ja doch sehr gelitten hatten und zum Teil unterernährt waren, mal rauskommen aus der Großstadt und hier in die Nähe von Frankfurt, also nach Bad Orb in den Spessart kommen, um sich zu erholen. Das war so eine der Grundmotivationen am Anfang für den Beginn des Schullandheims 1920. Das erste Mal raus aufs Land, ohne Eltern, nur mit einem Rucksack. Koffer und Taschen ihrer städtischen Gäste fuhrwerkten die Bad Orber Bauern hinauf auf die Wegscheide. Damals haben die Orber zum Teil auch etwas kritisch geguckt, da kommen die Frankfurter. Also das war schon bei der Größe vom Schullandheim, zu der Zeit gab es hier oben 1200 Betten und Bad Orb ist nicht sehr groß, also wenn die Frankfurter da einfielen, war das schon für die ein Erlebnis. Was da alles vor sich ging, oben im Wald, nach einer Nacht in den Holzbaracken. Morgens muss es nach Kernseife und Lauge gerochen haben, denn der Waschraum lag direkt vor der Tür. Auf das Tagesprogramm hatten die Frankfurter Reformpädagogen viel Bewegung in dem großen Freigelände gesetzt und darauf gehofft, dass die Natur ihr Übriges zur Erholung und Gesundung beitrug. Es gab für diese Kinder viel Schlimmes zu vergessen, denn sie hatten den Ersten Weltkrieg erlebt. Die Wegscheide wurde während des Weltkriegs, praktisch kurz nach dem Ende des Weltkriegs, praktisch ersonnen, erdacht von August Jaspert. Der hat einen Platz gesucht, wo er viele Kinder zur besseren körperlichen Versorgung hinbringen konnte. Also da ging es jetzt nicht um ehrenwerte pädagogische Ziele, sondern die sollten körperlich von den Mangelerscheinungen des Krieges, des Ersten Weltkriegs, sich erholen. Die Hungerblockade England, Frankreich, die hat sich irgendwie auch durch die mangelnde Zufuhr von Lebensmitteln aus dem Ausland, die wir noch hatten, gezeigt. Man musste also dann sagen, wir müssen jetzt erstmal den Kindern was auf die Rippen bringen, damit die wieder zu sich kommen. Die Ziele waren so einfach wie die Kost. Unabhängig von ihrer sozialen Herkunft lebten die Kinder für einige Wochen in einer Gemeinschaft, übernahmen Aufgaben und Verantwortung in ihrem Dorf. Es waren immer etliche Schulklassen gleichzeitig auf der Wegscheide untergebracht. Und allabendlich trafen sich alle gemeinsam auf der Höhe, um Hand in Hand die Abendruhe einzuläuten. Manche Lehrer brachten im Sommer ihre eigenen Familien mit. So begeistert waren sie von der einzigartigen Atmosphäre des Schullandheims. Ein Sommerabend 80 Kilometer nordwestlich der Wegscheide verlief damals ganz anders. Bad Nauheim bot einem mondänen Publikum ein entsprechendes Ambiente. Abends nach dem Kurkonzert trafen sich die Gäste im Hotel. Sie kamen aus der ganzen Welt her und verbrachten den gesamten Sommer mit ihren Familien in den Nauheimer Hotels und Pensionen. Wie viele Geschäfte wurden hier abgewickelt, Beziehungen aufgebaut, Ehen angebahnt. Alles zwischen Mai und September. Dann war die Badesaison zu Ende.
Der Höhepunkt des Tages war das Konzerterlebnis. Schließlich hörte man in Nauheim das Leipziger Philharmonische Orchester, das seit 1903 in der Kurstadt unter Vertrag stand und den Sommer überspielte. In der Saison wurden mehrere hundert Konzerte für die Kurgäste gegeben. Im berühmten Sprudelhof hatte der Dirigent und Musikdirektor Willi Naue sein Büro und stellte die Programme für die Kurkonzerte zusammen. Mehrere 10.000 Zuhörer zählte man in einer Saison. Die Musik musste heiter sein und zugleich nicht zu aufwühlend, passend eben für die reiche, aber herzleidende Klientel. Das Orchester war sehr groß vor dem Krieg. Also wenn man die 20er, 30er Jahre sieht, da war das also 60 bis 80 Mann, manchmal noch darüber bei den großen Symphoniekonzerten. Und das war also immer was ganz Besonderes. Mein Vater hat mal gesagt, die Musik ist ein Teil der Therapie für den kranken Menschen. Sie lockert auf, sie entspannt und auch die Schönheit der Umgebung von Bad Nauheim trägt dazu bei, aber vor allen Dingen die Chormusik. Schon Elisabeth von Österreich kurte in Nauheim. Ebenso das Zarenhaus, das enge verwandtschaftliche Beziehungen nach Hessen hatte. Diese Filmrarität zeigt, wie das Zarenpaar am Friedberger Bahnhof samt Hofentourage von Kutschen abgeholt wird. Im Jugendstil-Ambiente, das Großherzog Ernst Ludwig, der Bruder der Zarin, hatte bauen lassen, nahm die Zarenfamilie ihre Trinkkur zu sich. Nachmittags widmete man sich dem modernen Tennisspiel. Die Kurgastzahlen stiegen ständig an. Im Sprudelhof behandelte der weltweit bekannte Herzspezialist Professor Franz Grödel seine Patienten, verordneten Badeärzte individuell angepasste Trink- und Badekuren. Nach dem Ersten Weltkrieg taten es die großbürgerlichen Gäste den Aristokraten nach. Aber sogar Mittellose konnten in Nauheim dank einer Stiftung kuren. Die hatten auch ein eigenes Badehaus, aber sie gingen auch nachmittags dann baden zum Beispiel. Während die Reicheren vormittags badeten und ihr Programm dann eben vormittags abschlossen, waren die Patienten, die eben mein Großvater betreute, die hatten dann morgens hatten sie ihre Trinkkuren. Dann eben gingen sie zu dem Zander-Institut, das ist ein Krafttraining oder medikomechanische Therapie nannte sich das damals. Das ist heute wie so ein Fitnessstudio, muss man sich das vorstellen. Und machten da ihre Übungen und nachmittags gingen sie dann zum Baden und abends bekamen sie vielleicht noch eine Fangopackung oder so etwas. Mit der Badeverordnung meldete man sich in den entsprechenden Badehäusern an und buchte seine Termine in einem der 264 Badezimmer. In der Wartezeit wurden die sauren Heilwässer genossen. Von Krankenkassen finanzierte Badekuren waren noch nicht bekannt. Früher kamen die Menschen häufig, also meistens privat, reisten mit dem Zug an und gingen dann in ihre Privatpension oder in ihr Hotel, je nachdem, wie sie sich das leisten konnten. Und dann suchten sie einen Badearzt auf und sie hatten dann meistens ein Empfehlungsschreiben von ihrem Hausarzt oder der Hausarzt hat das schon vorher angekündigt, dem entsprechenden Arzt. Und den suchten die Patienten dann auf und der Arzt gab ihnen dann eine Verordnung für den Kuraufenthalt hier. Man erfuhr über Anzeigen oder solche Werbefilme von Bad Nauheims heilender Wirkung. Aber 1933 begann eine Zeit des Niedergangs. Der berühmte Professor Grödel war Jude und emigrierte wegen der Nazis in die USA. Die letzten jüdischen Ärzte bekamen 1938 Berufsverbot und durften keine Kurgäste mehr behandeln. Sohlbäder, Thermalbäder, Thermalsprudel, Sprudelbäder, Kurbrunnenbäder, Wechselstrombäder. Bad Nauheim bietet jedem die Möglichkeit zur Gesundung und Erholung. Bad Nauheim in herrlicher Landschaft als Herzheilbad der Welt.
Auch im Heilbad Wilhelmshöhe, Kassel, ist jeder Atemzug einen Taler wert. So sah es der Leibarzt von Reichskanzler Bismarck. An Sommersonntagen war der Bergpark mit der Herkulesstatue jedenfalls stets voller Besucher. Hier oben im Habichtswald am Aussichtsturm Elfbuchen, den der Kasseler Verschönerungsverein hatte errichten lassen, war das zweite Zuhause des Gastwirtssohnes Hans-Ludwig Fischer. Seine Eltern bewirteten die Spaziergänger mit einem einfachen Ausschank. Aber selbst das war harte Arbeit, denn auf Elfbuchen gab es weder Strom noch fließendes Wasser. Bei Eimer gehen an die 2 10-Liter-Eimer, ja, ganz voll. Ist es 10 Liter und dann hatten sie nur noch 8 Liter drin, wenn sie dann mal oben anstoßen. Ja, und das Joch hat ja Haken. Man kann dann das, die Eimer etwas höher machen. Und dann haben sie aber auf dem schlechten Weg hier rauf zu auch mal einen Stein, der etwas höher ist. Und dann schwackt wieder ein bisschen was raus. Und dann kommt sie hier rauf, dann haben sie keine 10 Liter in dem Eimer, dann nur noch 8 Liter drin. 2 mal 8 Liter sind dann nur 16 Liter. Und wenn Sie einen Kessel da stehen haben, wie mein Vater dann manchmal, den vollgetan 180 Liter Wasser, dann können Sie sagen, wie viel Mal Sie rauf und runter gehen durften. Ja. Wie alt waren Sie da? Naja, da war ich 10, 12. Mit der Kasseler Herkulesbahn ging es damals flott bergauf. Ursprünglich war die Bahn zum Braunkohlentransport gebaut worden. Aber im Sommer brachte sie es auf Fahrgastrekorde. 1913 fuhren an einem Tag über 10.000 Gäste mit der Bahn bis zur Bergstation. Von da aus waren es nur noch 90 Höhenmeter bis zum Herkules. Fischers kleine Waldgaststätte Elfbuchen mit der einfachen Terrasse war ein Geheimtipp unter den Kasselern. Mit Kind und Kegel machte man sich bei gutem Wetter auf den Weg. In den Handtaschen trugen die Damen gut verstaut den eigens zu Hause frisch gemahlenen Kaffee in dem Wald. Und wer wollte, brachte auch seinen eigenen Kuchen mit. Das war damals noch möglich und machte das Sonntagsvergnügen auf Elfbuchen, besonders für Familien, erschwinglich. Darauf legten die Fischers Wert, die den mitgebrachten Kaffee für ihre Gäste kochten. Und da gibt es heute noch große Kannen. Wenn die Familien waren früher auch etwas größer und dann konnten diese 10, 12, 15 Tassen Kaffee in eine Kanne aufgießen. Und dieses Wasser hatte man vorher dann unten vom Quelle geholt und hat dann den Gästen hier oben den Kaffee aufgegossen und gab dann einen Gießer Milch dazu und ein Siebchen, wo die Gäste dann den Kaffee, damit der Ersatz nicht in der Tasse war, reinen Kaffee hatten. Seinerzeit kostete Tasse, die leere Tasse wurde nur berechnet und die leere Tasse hat seinerzeit 20, was hat nur für eine Währung, ja, sagen wir 20 Pfennige wie heute gekostet, ja. Und wenn der dann, die Tasse Milch hat dann nur 15 Pfennige gekostet, dann kriegten die Kinder eine Tasse Milch. Oder ein Glas Quatsch, Fruchtsirup, aufgegossen mit kaltem Wasser. Die Aussicht auf solche Köstlichkeiten, auf ein Stück Kuchen und die Tasse Kaffee bei guter Luft im Wald, ließ die Kasseler die Woche in den düsteren und stickigen Arbeitervierteln unten in der Stadt vielleicht besser ertragen. Vor allem um die Kinder sorgte sich der Kasseler Naturheilarzt Heinrich Gossmann und gründete einen Verein für gesündere Lebensweise. Arbeiter aus den Henschel-Fabriken waren offen für solche Reformideen. Auf einer Wiese unterhalb von Elfbuchen wollten sie ein naturnahes Leben verwirklichen. Das Hochwaldluftbad war zwischen den beiden Weltkriegen ein Ort der Erholung. Der Naturheilverein hatte die 20.000 Quadratmeter vom Forst gepachtet. In der Nähe zum herrschaftlichen Bergpark etablierte sich nun eine Garten- und Lebenskultur des kleinen Mannes, der einfachen Leute. Fast 20 Lauben wurden gebaut. Es gab eine Wassertretstelle und ein Bassin für Ganzkörperwasseranwendungen.
Einige wenige Höhenmeter weiter bereitete Mutter Fischer ihre Eintöpfe für die Gäste zu. In der Küche gab es viele Gesprächsthemen. Neuerdings sollten Fischers, wenn Elf Buchen offen hatte, die Hakenkreuzfahne hissen. Aber der Alte weigerte sich, so die Familienüberlieferung. Schikanen durch die Ämter waren die Folge. Aber Fischers hielten auch im Krieg ihren kleinen Ausflugsbetrieb aufrecht. Meine Mutter früher hat auch schon Mittagessen gegeben, nur im normalen, kleineren Rahmen. Aber trotzdem, die ganze Zeit durch den Krieg eher, haben wir auch Mittagessen serviert und dergleichen. Kuchen haben wir dann immer schon damals Waffeln gebacken. Und nun war es ja, wird sich heute keiner mehr erinnern, es war ja im Krieg. Und dann mussten die Gäste für die Waffel 5 Gramm Fettmarke abgeben und 50 Gramm Mehlmarke. Ja. Und auch etwas bezahlt wurde da auch. Ja, für die Waffel logischerweise. Diese Marken hat dann seinerzeit meine Schwester alle aufgeklebt mit ein bisschen Mehl auf Zeitungspapier. Ja, und das wurde an der Wirtschaftsstelle abgegeben und dann wurden die Gutscheine für Mehl erstellt und dann konnte man da wieder Mehl einkaufen. Der Höhenkamm des Habichtswaldes war auch Kriegsschauplatz. Ja, auch Gott, von den Kriegshandlungen hier oben an und für sich war hier rauf vorne am Herkules waren alles so Soldaten stationiert und da gab es dann um die Flugzeuge, sage ich mal, zu erkennen etc. Scheinwerfer, Horchgeräte, da waren auch Flakstellungen im Krieg gewesen. 250 Kilometer weiter südwestlich am Rhein in Rüdesheim. Hier wurde in der Hitlerzeit im nationalistischen Stil geurlaubt und gefeiert. In den Sommermonaten lud die Rheinschifffahrt, verdiente NS-Leute als Kraft durch Freudeurlauber ein, sich am deutschen Wein, deutschen Burgen und deutschen Sagen satt zu freuen. In solchen Propagandafilmen wurden der Rhein und seine fleißigen Anrainer idealisiert. Wie die jüdischen Weinhändler und Kaufleute des Städtchens drangsaliert und entrechtet wurden, wie man ihre Häuser und die Synagoge demoliert hatte, erzählen die Bilder der NS-Zeit freilich nicht. Die Hakenkreuzfahnen waren obligatorisch, das Tanzen für die ernsthaften Hitlerjungen eher Herausforderung als Vergnügen. Aber die Rüdesheimer waren geübte Gastgeber, hielten Fremdenzimmer und Hotelbetten bereit. Bei der Weinlese während des Krieges waren wie überall auch Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter im Einsatz. '44 hatte man den Wein gerade in den Kellern, als im November Rüdesheim beschossen und schwer zerstört wurde. Von den 1500 Einwohnern des Rheinstädtchens kamen 200 ums Leben. Jetzt half auch keine Weinseligkeit mehr. Der Krieg war mitten in einem der deutschen Urlaubsparadiese angekommen. Noch im März 1945 zerstörte die deutsche Wehrmacht die Brücke bei Rüdesheim. Doch die amerikanischen Streitkräfte waren nicht mehr aufzuhalten und überquerten den Rhein. Nach Kriegsende begann Hermann Gerstadt in der Stadtverwaltung in Rüdesheim zu arbeiten. Er organisierte ein Fest für die amerikanischen Soldaten. Das sind erst einmal zwei von denen mit mir gekommen in das Gasthaus oben und haben sich das angeguckt. Sag ich, guck, das sind meine Kameraden, da hat keiner eine Waffe, da passiert nichts. Gut, sind die fort, dann kamen wieder mit dem Korb voll Zeug. Die Amerikaner? Was sie so hatten. Und die habe ich dann so gesetzt, dass eine Mädchen dabei war, das ein bisschen Verbindung hatte, so. Und das hat denen so gut gefallen, also der hat ja auch nicht gesagt, ich komme gleich wieder, und ist sofort und hat noch ein paar geholt, weil es ihm so gut gefallen hat. Das war die erste Verbrüderung zwischen Rüdesheim und Amerika. Allmählich füllte sich die Drosselgasse wieder, doch bis zur D-Mark hielten die Winzer ihre guten Tropfen noch unter Verschluss. Damals gab es ja noch keinen zu verkaufen. Die Leute haben ja alle noch gewartet, ob man nicht mehr Geld mitmachen kann. Es ging ja darum, dass es ja noch nicht, das war ja die Währung, die war ja damals noch nicht.
Und dann haben die alle ihren Wein gehalten und die kamen abends zum Tanzen und haben ihre Flasche mitgebracht und haben ihren eigenen Wein getrunken. Wir haben dann Stoppegeld, das glaube ich, weiß es nicht mehr, was es gekostet, vielleicht 5 Euro, dass wir auch was verdient haben. Die Leute hatten ihren Wein im Keller. Das war das Kapital. Gell? Die haben geschoben. Nur logisch. Jeder hat so seine Vorkriegsverbindungen gehabt. Und dann ist das, zwangsläufig hat sich das ergeben. Da kamen ja auch dann die alten Kunden, die haben dann auch ihren Weg wiedergefunden nach Rüdesheim. Und dann war in der Drosselgasse, haben sich dann wieder 2 oder 3 zusammengefunden, haben dann ein bisschen Musik gemacht, wie das so war. Und wenn es nur für ein paar weinselige, trunkene Stunden war, nach dem Krieg wollte man so schnell wie möglich nur eines, vergessen und fröhlich sein. Die ersten Gäste, die kamen, waren schon 48, 49, waren Schweizer und waren Luxemburg. Und Holland, das waren die ersten 3 Nachbarländer, die schnell hierher konnten. Und nachher kamen die Engländer, Amerikaner waren sowieso da wegen der Soldaten und ihre Familien, die kamen dann hier zu besuchen. Mit Sonderzügen trafen nicht nur amüsierwillige Wochenendurlauber in Rüdesheim ein, auch politische Prominenz gab sich ein Stelldichein. Hier begrüßt Bundeskanzler Adenauer seinen Staatsbesuch aus Griechenland. Die 50er Jahre in Frankfurt. Auch wenn die neue Innenstadt schon modern daherkam, die Frankfurter lebten noch bescheiden und beengt. Da war der 3-wöchige Aufenthalt im Schullandheim Wegscheide ein heiß herbeigesehntes Ereignis für die Frankfurter Zienschüler. Am Bahnhof, das war schon umwerfend, denn wir sind mit Sonderzügen gefahren. Die waren speziell für die Wegscheide, also bis nach Bad Orb natürlich, wurden die bereitgestellt. Und da ist ja nicht nur eine Klasse gefahren aus der Zienschule, sondern alle Parallelklassen sind da gefahren. Ja? Und das war auf dem Bahnhof natürlich die Eltern mit genauso aufgeregt wie wir. Oh, die Kinder gehen weg. Und das war unglaublich gewesen. Und dann hängt man so am Zugabteil und guckt da raus und denkt, haha, gleich sind wir weg. Die Schnappschüsse dieser Reise in den Fotoalben, selbstverständlich schwarz-weiß. Wir sind mit unserem Handgepäck hochgelaufen, während die Koffer auf Pferdefuhrwerke verladen wurden. Also standen Pferdefuhrwerke und die armen Gäule mussten dann die schweren Koffer da und die Wagen hochziehen. Haben wir gedacht, oje, Gott, die armen Kerle, die müssen da hoch den Berg. Es geht ja ziemlich lange steil bergauf. Und wir sind gelaufen. Ja gut, als Kinder damals hat uns das keine Probleme gemacht. Der Wegscheidefilm aus den 50er Jahren zeigt die braven Mädchen in ihrem Gemeinschaftsschlafraum. Die Röcke, die sie trugen, hatten sie zuvor im Handarbeitsunterricht selbst genäht. Viel mehr kam nicht ins Gepäck. Naja, was man halt so mitnimmt. Eben auch Sportsachen, das war etwas, was mir sehr gut gefallen hat. Völkerball haben wir viel gespielt, aber wir hatten eben auch Unterricht, aber eigentlich nur, Naturkundeunterricht bzw. Diktate, kann ich mich erinnern, wurden etliche geschrieben. Nebeldran fällt mir da ein. Ja, also wir mussten da nach dem Essen am Speiseraum, mussten wir die Treppe hoch. Und da stand dann die Schwester Maria auf der Treppe und die hatte an der linken Hand hatte die Leberdranflasche, in der rechten Hand den Esslöffel. Und da musste jeder nach dem Essen ein Leberdran, so ein Löffel Leberdran, in sich einverleiben. Ne? Man konnte nämlich auch auf ärztliche Empfehlung hin auf die Wegscheide geschickt werden, zum Aufpäppeln sozusagen.
Und wem die vielen gymnastischen Übungen nicht so zusagten, der sang vielleicht lieber beim Wandern ein Volkslied. Auch wenn zu Hause in Frankfurt schon Freddie Quinn und Peter Alexander oder gar Bill Ramsey den Geschmack prägten. Auf jeden Fall machte der Naturkundeunterricht auf der Wiese sicher sehr viel mehr Spaß als im stickigen Klassenzimmer. Auf dem Weg zum Förster trug jede Klasse und Schule ihren Wimpel stolz voran. Und die kurzen Lederhosen, die trug man einfach 3 Wochen lang am Stück und fühlte sich immer gut angezogen. Einmal pro Woche kamen die Frankfurter Kinderdorfbewohner runter nach Bad Orb und so in Kontakt mit den Einheimischen. Im Freibad setzte sich die Jugend in Szene. Das ist so die erste Zeit, wo man schon auch nach Mädchen guckt, wo man imponieren will, wo man auch vom 3-Meter-Brett oder vom 5-Meter-Brett springt, um vielleicht zu zeigen, was man kann. Auch da waren die Frankfurter recht pfiffiger. Die haben dann auch eine andere Sprache gehabt, wie wir in Orb. Komm, mach einen Schießer, Hunde, vom 5er über den 3er. So haben die gerufen. Das war so die Orber Sprache. Ja, und da waren auch ein paar dabei, die ein bisschen großmäulig waren, die vorne weg waren. Ja. Aber man kam halt ins Gespräch und man hat auch nach den Mädchen geguckt. Und möglicherweise, ich bin überzeugt, gab es da auch schon die ersten Liebschaften. An das Schwimmbad, und ich kann mich auch erinnern, dass es da so Astlöcher gab in diesen Umkleidekabinen und dass manche waren zugestopft. Da musste man also doch immer gucken. Beziehungsweise es gab natürlich auch Gemeinschaftsumkleideräume. Aber die einzelnen Kabinen, kann ich mich erinnern, dass es da Astlöcher gab. Und das fand ich da nicht so gut. Da habe ich dann immer erst mal geguckt. Der spektakuläre Sprungturm, früher noch aus Holz. Und das Wasser selbstverständlich ungeheizt. Also die Bauchplatscher, die haben ja immer wehgetan. Also nicht mir persönlich, weil ich also eigentlich nur vom Rand hineingesprungen bin. Aber mir taten die Bauchplatscher vieler anderer, taten mir schon irgendwie weh. Und die hatten ja manchmal auch gerade die Buben richtig einen roten Bauch. Das muss ja also wirklich auch geschmerzt haben. Mädchen und Jungen, ein großes Thema. Die Mädchen machten aus mitgebrachten Wollresten Bommeln. Und die Jungen erfuhren, dass man aus dem sogenannten Kakaostein, aus dem Steinbruch, mit Leichtigkeit etwas schnitzen kann, ein Herz. Beides zusammen, Steinherzen und Wollbommeln, dienten der Verständigung zwischen den Geschlechtern. So groß, wie jetzt hier gezeigt, das waren die Bommelschwänze. Es gab also Jungen, die im Laufe ihres Wegscheidelebens, mit einem Mal hat es wohl nicht geklappt, aber mit mehreren Jahren, dass sie so viele Bommeln von Mädchen geschenkt bekamen, dass die gut aneinandergereiht, wie hier, einen Bommelschwanz ergaben. Der musste natürlich dann oben auch was haben zum Festmachen, wie ich es jetzt auch festhalte, nämlich ein Stück Kordel oder was. Und das wurde dann hier so da dran gehängt. Da bot der Rhein schon die etwas erwachsenere romantische Kulisse für Annäherungen aller Art. Sogar die amerikanischen Soldaten blieben nicht mehr unter sich. Und nicht wenige Rheingau-Schönheiten verschlug es der Liebe wegen in die Staaten. Beim Anblick der schönen Rheinschlösser träumte es sich umso leichter vom eigenen Prinzen und der eigenen Prinzessin.
Auch am Rüdesheimer Ufer kam es zu besonderen Begegnungen. Einheimische und Gäste trafen bei den immer opulenter ausgestatteten Weinfesten aufeinander. Aus Winzertöchtern wurden Weinprinzessinnen, die als Botschafterinnen ihrer Heimat auftraten. Und auch die Gastwirtstöchter waren neugierig, vor allem auf die Gäste aus Übersee. Ich habe dann oben runtergeguckt und habe mal so ein bisschen gelupft und haben mir die Amerikaner gesehen. Das war für uns ja alles Neuland. Wir waren ja damals noch junge Mädchen. Wir durften ja auch noch nicht so runtergehen und durften uns mit den Amerikanern unterhalten. Und wir haben also sehr viele Offiziere bei uns, die bei uns ein- und ausgegangen sind. Wir haben ein sehr großes Haus gehabt und die kamen halt alle zu uns. Und es war halt dann, hast dich akklimatisiert an die Amerikaner und hast versucht, ein bisschen Englisch zu sprechen. Und es hat auch nichts geschadet, dass man das Englisch dabei gelernt hat. Ne? Es schoben sich die Massen durch die Gassen von Rüdesheim. Und alle hatten Durst und alle hatten Hunger. Dieser Frohsinn musste gut organisiert sein. Der Gast war König den ganzen Tag lang. Die Weinkönigin aber war zu Hause vor allem eines: Arbeitskraft im Familienbetrieb. Wenn wir aus der Schule gekommen sind, dann stand noch das Frühstücksgeschirr da. Und dann mussten wir erst in der Küche wieder helfen. Und wir mussten um 4 Uhr da sein, weil dann die Gäste in die Privatquartiere gebracht, wie die Busreisen gekommen sind. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie viele Busse und Gruppen wir alles untergebracht haben. Morgens angefangen. Und ich habe dann der Mutti mitgeholfen und habe Kartoffelsalat gemacht. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Töpfe Kartoffelsalat ich in meinem Leben schon gemacht habe. Und dann ging es mittags ab 12 Uhr Musik. Und die ging dann bis 6 und dann um 8 hat sie wieder angefangen. Und dann haben wir ja noch eine Bar gebaut und dann ging es bis 5 Uhr früh. Und dann bin ich halt morgens um 5:30, das war damals noch andere Zeiten, hat die Polizei gesagt, schlaf gut, wenn wir heimgefahren sind. Und da hat man halt meistens auch mitgetrunken. Ne? Ich weiß, wie ein Mädel auf sonnigen Rhein dran. Die Geschäfte liefen in den 50er Jahren bestens. Jetzt sollte auch eine neue Seilbahn gebaut werden. Über den Reben schweben, dachte man sich, das kommt sicher gut an. Stadt und Land allein konnten den romantischen Weg hoch zur Germania nicht finanzieren. Da überlegte man es sich in der Drosselgasse genau, mit welcher Summe man sich beteiligen wollte. Mein Vater hatte mich als Mitglied, es ging damals darum, wie hoch der höchste Einsteig, so gut darf die Stadt einsteigen. Und mein Vater wollte 50, es ging damals um D-Mark, 50.000 D-Mark, hat er gesagt. Und dann habe ich 20 gekriegt und er 30. Und, aber der Peter Ohlich ist dann mit 50 reingegangen und da ist die Stadt und das Land damals mit 50 rein. Und ich durfte, war ich damals schon im Fernsehen, ich durfte die Seilbahn einweihen, habe eine Flasche Sekt genommen und durfte sie einweihen. Und ich bin eigentlich der letzte Überlebende von der Seilbahn Gründer. Solche touristischen Erfolge wollte man auch in Kassel erzielen. Man plante 12 Jahre später mit demselben Ingenieur eine Seilbahn über den Bergpark bis zum Herkules zu bauen. Die Abendschau berichtete. Wie sieht es aus, wie wir die Bahn wahrscheinlich frequentiert werden? Wir haben vor kurzem an einem Sonntagnachmittag mal gezählt und haben festgestellt, dass 16.000 Personen hier im Bergpark Wilhelmshöhe waren, von denen etwa 6.000 vom Herkules her kamen, der übrige Teil kam unten vom Schloss her. Aus der Seilbahn wurde aber nichts. Die Neuerungen im Bad Nauheimer Kurbetrieb waren nicht nur baulicher, sondern auch medizinischer Art. In den 60er Jahren boomte die Herzkur in der Wetterau geradezu. Die Ärzte genossen wieder internationalen Ruf. Man hat früher hier sehr viele Leute gesehen, die eben angeborene Herzfehler hatten oder eben Herzklappenerkrankungen und die eben mit einem blauen Gesicht hier rumliefen.
Und diese Patienten, die sieht man heute eigentlich gar nicht mehr hier. Die Kuraufenthalte änderten sich zusehends. Die Privatpatienten, die mittels Bade- und Trinkkur mit Ruhe und gemäßigter Bewegung ihre Herzprobleme linderten, wurden weniger. Stattdessen kam die moderne Apparatemedizin nach Bad Nauheim und machte aus Sanatorien moderne kardiologische Kliniken. Selbst aus fernen Ländern kamen die Patienten, manche mit einem ganzen Hofstaat, um sich in Nauheim zu kurieren. Also ganz prominent waren, die sind ja auch vom Seideneingang mitunter reingekommen. In die Fürstenzellen und so. Gell? Zum Beispiel eben Saud, der war nicht in der Badehalle, so wie hier. Der ist in Badehaus 2, direkt vom Auto. Gegenüber war die Fürstenzelle und da ist er empfangen worden vom Oberbademeister mit seiner Mitarbeiterin. Und da kam er dann mit seiner Wäsche, mit ihrem Krummsäbel. Das war schon ein Ding. Und dann gab es eben viele Zuschauer, die das dann so beobachtet haben und wollten dann auch gucken. Gell? Aber unser Chef, der hat es jedem ermöglicht, mal neben ihm zu stehen. So, ne? Da hat er gesagt, heute könnt ihr mal hingehen. Und so, je nachdem, wie auch der Betrieb war, dass der Betrieb nicht leidet drunter, dass es da nachher keine Schlange gab. Gell? Mit König Ibn Saud von Saudi-Arabien kam einer der reichsten Herrscher der islamischen Welt nach Bad Nauheim. Ein Hauch von tausend und einer Nacht lag über dem beschaulichen Kurbad. Auch in Rüdesheim am Rhein hatte man sich jetzt professionalisiert. Das Verkehrsamt schickte seinen Leiter auf die Touristikmessen und auf Werbetour. Und bei den großen Weinfesten im Rheingau mit ihren prunkvollen Umzügen begrüßte man jetzt auch die Kameras des Hessischen Rundfunks. Was für die einen Freizeitgestaltung war, war für die anderen harte Arbeit. Weinprinzessinnen und Weinköniginnen hatten einen vollen Terminkalender und abends ging es oft bis in die Puppen. Da musste der Herr vom Verkehrsamt die jungen Damen besonders betreuen. Die Weinkönigin, die haben eigentlich das Verkehrsamt ausgewählt. Na, das waren meistens Mädchen von Gastwirte oder von Wiensee. Sie mussten ein bisschen was auf dem Deckel haben, wenn sie gefragt wurde. Und das waren alles sittsame Mädchen und waren immer in Begleitung von einem vom Verkehrsamt, entweder Herr Söhnen oder ich. Und wir haben die Damen bis nach Hause gebracht. Nicht von wegen gesagt im Hotel, jetzt ist Feierabend, jetzt gehen wir schön heim. Wir haben dann eine Taxe bestellt, dass die Mädchen heimkamen. Also da ist alles gut gelaufen. Ich war ganz stolz, dass ich so jung Weinprinzessin geworden bin und dann 57 zur Weinkönigin auch gewählt worden bin. Und wir hatten ja auch die Firma Asbach-Uralt in Rüdesheim, die uns dann die schicken. Wir sind ja immer in Dirndl aufgetreten und auch Weinprinzessinnen zur Seite hatten. Und das war immer ganz was Besonderes. Unser Verkehrsdirektor Gerstadt hat uns immer sehr gut vorgestellt und auch begleitet, muss ich also wirklich sagen. Es war ganz toll. Gastwirte und Winzer ließen sich immer mehr einfallen, um ihre Gäste zu beglücken. Die Rüdesheimer Drosselgasse entwickelte sich zur Vergnügungsmeile. Von hier.
Momente mit der Super-8-Kamera festgehalten. Sogar mit einer eigenen Schallplatte wurde Furore gemacht. Die singende Wirtin trat damals auf. Rosen aus Rüdesheim, aus Rüdesheim am Rhein, blühen so wunderschön im goldenen Sonnenschein. September, Oktober waren ja nur Kegelclubs da und die haben halt ihr dickes Geld da gelassen. Das waren schon tolle Sachen. Das war damals das Wirtschaftswunder. Das kommt auch heute nicht mehr. Das ist die Zeit, ist leider für Rüdesheim vorbei. Der Blütezeit der Bad Nauheimer Kurkonzerte kann die Tochter des Musikdirektors heute noch auf einer Schallplatte lauschen. Damals hatte der Hessische Rundfunk mitgeschnitten. Ende 60, Anfang 70 gab es einen Rückgang der Kurmusik. Aber auch daher, weil das einfach nicht mehr zu finanzieren war, diese großartigen Orchester mit 60, 80 Mann. Guten Morgen. Guten Morgen. Auch in den Nauheimer Hotels änderten sich die beschaulichen Zeiten. Konnte man früher damit rechnen, dass die Saison bis September ausgebucht war, so machten jetzt die modernen Herzkliniken dem traditionellen Kurgeschäft im Hotel Konkurrenz. Die Privatgäste wurden immer weniger. Stattdessen überwiesen nun die Krankenkassen ihre Herzpatienten nach Herzinfarkten in die Rehabilitation. Diese Kurgäste bekamen anstelle eines mehrwöchigen Hotelaufenthaltes einen Monat in der modernen Herzklinik finanziert. Die eigentliche Bad Nauheimer Badekur ging so immer mehr zurück. Das Vertrauen galt nun den Apparaten, den herausragenden Kardiologen, den Medikamenten und Operationstechniken. Schließlich blieb noch eine nostalgische Kutschfahrt durch Nauheim zu buchen, wo nun nüchterne Neubauten die Jugendstilpracht konterkarierten. Auch die Sommerfrische im Spessart bekam einen neuen Look. Mit den Jugendrevolten der 60er Jahre wurden nun auch der Nachtwächter, der Volkstanz und das Volksliedersingen auf der Wegscheide aus alten Teil der Zeitgeschichte verwiesen. Das muss so 1966 oder 67 gewesen sein. Das war schon so eine Umbruchssituation. Da waren noch die alten Wegscheider, die die Tradition wachgehalten haben, und die jungen Lehrer, die dann schon ein bisschen auf Veränderungen aus waren. Volkstanz gab es dann auch nicht mehr. Und dann war dann abends eben in der neu gebauten Kirche die Disco. Das war dann das Interessante für die Jugendlichen. Tja, Was ist Erinnerung geblieben? Na, das schöne Wegscheidelied natürlich. Auf der Höhe da droben, da wehe der Wind. Und drunten im Tale der Haselbach rinnt. So golden der Ginster im fröhlichen Mai. Aber braun ist die Heide, wenn der Sommer vorbei ist.